Welcome back, my Publicum. So, also, ich hab mal gedacht, also weiter geht's. Das ist jetzt schon mein dritter Versuch. Mal schauen, ob dieser Versuch jetzt mal gelingt. Hast du das gehört? Hört sich so an, als wäre irgendwas runtergefallen. Etwas Putz vielleicht. Ja, und zwar deine Leiche. Ich dachte schon, er würde quietschen. Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Er löst die Leiter. Ja, das wusste ich schon vor. Aber jetzt ist nun die Frage. Nachdem ich den da. Schraub die Glühbirne raus. Okay. Was muss ich jetzt tun? Auf dich warten oder. So blöd, wirklich, also. Ja. Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir das. Der Schotten ist mein bester Freund. Was, wenn wir für dich etwas übrig hätten? Du. Und meine tödlichste Waffe. Hey Mann, öffne die Schlösser. Da ist ein Schaltbrett oben im Wachraum. Im Wachraum. Wo? Meine Gebrüder, ihr werdet bald frei sein. Nur ein bisschen Geduld. Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Und irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Da hast du etwas zu viel von irgendetwas genommen. Die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach. Zeig mir die Patronen. Klar. Ah, schöner Anblick. Ich hoffe, ich kann die Waffen aus ihm rausziehen. Sie sehen auch so verdächtig aus. Ja, hab ich's mir doch gedacht, oder? Jahrelange Zockererfahrungen. Okay. Oh, was? Was ist denn das? Hey, bin ich hier im Irrenanstalt gelandet oder was ist hier los? Irgendwie gegen die Menschen und dann züchten die irgendwelche Missgeburten. Und da einer aufgespießt. Feuchte Wände, ist doch etwas los hier. Ja, komm und beiß in die Falle, du Hurensohn. Oh. Toll, dass man sein Messer, den man vorher geworfen hat, noch rausziehen kann. Das mag ich sonst spielen. Ja, ich dachte schon, uns ging es schlecht. Nein, Bro, euch werdet es jetzt viel, viel besser gehen, wenn ich euch befreit habe. Aber jetzt ist die Frage, wo ich hin muss. Aber sei vorsichtig. Wenn sie dich bemerken, bringen sie uns alle um. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Keine Ahnung. Ich danke dir. Die Luftschleuse. Wo?
bist hier so ungeduldig? Deine Mutter. Wer bist du? Verdammt nochmal. Wer? Ach, nur ein paar Schlampen. Der geht schon wieder. In die Luftschleuse. Sofort. Lass uns raus. Was war das jetzt? Da oben ist ein Schaltbrett. Damit kann man alle Zellen öffnen. Ja, wo? LOL. Ah. Wir sind aus dem inneren Block raus. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang. Oh, danke schön. Ich liebe Revolver. Schreibt doch in den Kommentaren, was eure Lieblingswaffen so in der Ego-Shooter-Gamer-Welt sind. Wir können also beruhigt sein. Neben Revolver ist meiner noch der UMP. Bitte, die Taschenlampe. Es ist 7:45 gewesen. Okay. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Wie ich den jetzt verfehlt habe, mein Gott. Ich liebe Metro, ich liebe dieses Spiel. Ah, den kann man noch abschießen. Ja, warte mal, ich will hier mal diesen Viertel abchecken, ob da irgendetwas versteckt ist. Oder... Ja, erzähl doch weiter, wieso hörst du auf? Etwas dunkel hier, findest du nicht? Und jetzt ist es ganz dunkel. Ah. Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit der Feind meines Feindes ist mein Freund betitelt. Das Reich. Des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöst wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein Held. Oh, das ist Lied. Oh mein fucking Gott, einfach nur zum Genießen. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Also bis jetzt gefällt mir dieses Spiel einfach sowas von... Ey, das ist... LOL! Folge mir, nicht stehen bleiben. Ah, ich kenne diese Szene, das gab doch mal einen Gameplay-Trailer, ja genau. Ah... Security, Platz machen! Ey, die Atmosphäre ist einfach unvergleichbar. Riesige Lager gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrecht zu erhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Aber D6 wurde von Sparta eingenommen. Sparta! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Aufzug zum Teufel! Zwei Gefangene haben die Waffen ermordet! Oh Scheiße! Oh fuck! Oh mein Gott! Ran! So schnell wie Trosch, Mann! Oh mein Gott! Oh ey, ist dieses Spiel einfach nur göttlich! Oh, spring! Oh! Oh! Shit! Töte ihn!
Bam! Boah, mein Herz. Oh mein Gott, mein Herz. Ja, Mann! Artyom haltet alles durch. Also, das ist mal ganz geil gemacht, dass man mal die Rollen ausgetauscht hat. Also nicht, dass der Kollege verletzt ist, sondern ich verletzt bin und der Kollege mich beschützen muss. Mal eine kleine Abwechslung. Stirb. Keine Munition, keine Munition. Sauerer Gefängnisausbruch. Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Dass der Schwarze vermisst wird. Tut mir leid, dass ich das jetzt so erwähne. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Police, dem Hauptquartier des Ordens. Ah, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser zum Theater zu kommen. Boah, das können wir nicht hin, was, Kumpel? Ja, genau. Mit dir, Kumpel. Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße! Ja, schon wieder eine Sackgasse. Der wird, wenn das so weitergeht, unser bester Freund. Oder unser Feind. Endstation, was? Tja, nützt ja nichts. Von hier an müssen wir gehen. Mir nach. Okay, ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben. Tja, wir sind jedoch noch auf Reisboden. Sein Akzent ist wirklich echte Klasse. Hoppla, ein Rohr. Besser als mein Akzent. Ja, gut. Wenn man in der Schweiz geboren ist und aufgewachsen ist, dann kommt der Schweizer Akzent von selber, wenn man Hochdeutsch spricht. Gut. Also man hat gute Gene und gepflegtes Deutsch. Warte hier, während ich mich umschaue. Ja. Los, was ist los? Oh fuck, nein, nein. Ein echter Ninja. Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheiße... Oh fuck. Achtung, zweiter Wachposten. Überprüft Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Ratte in den Tschechen. Meine Rotte! Es könnte noch mehr da sein. Diese Rotte ist mein Freund, du Bastard. Überprüfe das. Ende. Ah. Aha. Ja, ich hab keine Munition. Okay, das war mein Freitod. Das war jetzt eine kleine peinliche Szene von mir. Also, jetzt bin ich konzentriert. Numero uno. Oh, fuck. Ja, Messer zum Schießen habe ich auch keine mehr. Ja, komm her. Komm nur zu Papa. Niemand hier.
Der ist wirklich geil gestorben. Ne? So, jetzt habe ich auch. Okay, Moment schnell. Wieso kann ich meine Waffe nicht wechseln? Aha, ich hab nur den. Ja. Sei nicht so vorlaut. Okay, das war für die Katze. Verstanden. Überprüfen das. Ende. Okay. Ich lasse die Opfer mal zu mir kommen. Oh, das war jetzt wirklich haaresbreite knapp. Also wirklich haaresbreite. Wow, was war das jetzt? Verletzte! Also, bis jetzt bin ich gut dran. Aber die Empfindlichkeit kann ich noch ein bisschen höher stellen. Einen Tick weniger. Ah, perfekt, so. So lasst es sich spielen. War das jetzt ein Headshot oder? Diesen Pot noch vorsitzen, keine Sorge, meine lieben Damen und Herren. Ja, genau, Mann. Brich ihm die Kehle. Oder ja, schlitz ihn auch, so geht's auch. Also nicht böse nehmen, aber